Alles klar, nachdem wir im letzten Part so souverän gegen Roman gewonnen haben, stehen wir jetzt nun vor einem unbekannten Gebäude, vor einem Typen. Und es geht los. Also, kommen wir direkt zur Sache. Zeigt mir eure wahre Stärke. Ah, ich mag Lazar nicht. Er hat so ein blödes Deck, sagen wir es mal so. Das hat mich früher so richtig angekotzt und ich habe sogar einige Male gegen ihn verloren. Ich muss vorsichtig sein. Dieser Frechdachs ist stärker als er aussieht. Aber er ist zum Glück kein Darkseiner, das heißt, wir müssen hier nicht mit erdgebundenen Unsterblichen rechnen. Er ist jetzt ein verdecktes Monster. Sein Deck ist ein Burner-Deck. Das heißt, es spielt darauf, sich zu schützen, um mich mit Effekten, ja, auszulöschen. Was wiederum heißt, ich muss wieder schnell spielen und offensiv sein. Ansonsten komme ich nicht an seiner Verteidigung vorbei. Gut, Seelentausch wäre vielleicht ganz gut am Anfang. Jetzt opfere ich sein Monster. Ich glaube, es ist ein himmlischer Vogel, oder? Himmlischer Vogel? Ach, was ist denn jetzt schon wieder los? Nein, kein himmlischer Vogel. Narrenkonfit war es, glaube ich. Warum hängt mein Spiel jetzt so hinterher? Ah, jetzt hat sich wieder. Okay, gefangen. Gut, Narrenkonfit. Du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand in die offene Angriffsposition beschwören. Falls du das tust, bringe diese Karte und ein offenes Monster, das dein Gegner kontrolliert, während der Endphase des nächsten Spielzuges deines Gegners auf die Hand zurück. Du kannst nur einen offenen Narrenkonfit kontrollieren. Gut, jetzt geben wir ihm erst einmal eine Karte von ihm in sein Deck zurück. Ich nehme die mittlere. Und jetzt greife ich ihn direkt. Ach ja, stimmt, ich habe Seelentausch benutzt. Ich kann ihn nicht angreifen. Okay, Endphase. Jetzt wird er seine Karte ziehen und wieder setzen. Finsterer Ausbruch. Füge deiner Hand ein finsteres Monster mit 1500 oder weniger ATK von deinem Friedhof hinzu. Er holt jetzt sich seinen Narrenkonfit wieder auf seine Hand. Die kann er jetzt spezial beschwören. Oder er setzt sie verdeckt. Gut, er setzt seine Karte, die er vorhin schon gesetzt hat, wieder aufs Feld. Okay, ich spiele Verbanner des Strahlens in die Angriffsposition. Und ich greife ihn mit beiden Monstern direkt an. Halt nicht direkt, sondern ich greife ihn einfach an. Sagen wir es mal so. Das erste ist bestimmt sein Narrenkonfit mit 0 Death hat's bestimmt. Und deswegen zerstöre ich es mit Verbanner des Strahlens. Mauer des einhüllenden Lichts, eine beliebte Burner-Deck-Karte. Wenn du diese Karte aktivierst, zahle ein Vielfaches von 1000 an Lebenspunkten. Kein Monster deines Gegners mit einer ATK in Höhe der von dir gezahlten Lebenspunkte oder weniger kann angreifen. Jetzt hat 3000, das heißt, wir brauchen jetzt eine ATK von 3000, damit wir ihn angreifen können. Das ist, ja, ein typisches Anzeichen dafür, dass jemand ein Burner-Deck hat. Oder auch einfach, wenn er sich schützen möchte. Was ist. Oh nein, Lava Golem. Lava Golem, Lava Golem. Er opfert meine Monster und spielt Lava Golem. Gut. Lava Golem ist zwar ein starkes Monster, stimmt zwar, aber der Effekt ist scheiße. Diese Karte kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden. Diese Karte kann nur als Spezialbeschwörung auf der Spielfeldseite deines Gegners beschworen werden, indem du zwei Monster als Tribut anbietest, die er kontrolliert. Du kannst im Spielzug, indem du diese Karte als Spezialbeschwörung beschwörst, kein Monster als Normalbeschwörung beschwören oder setzen. Jetzt kommt dieser Scheißeffekt. Du erhältst während jeder deiner Standby-Phasen 1000 Punkte Schaden. Das heißt, ich sollte das Monster jetzt am besten opfern. Klar, es hat sehr viele Angriffspunkte, aber der Effekt ist sehr schlecht. Das heißt, dieses Monster muss so schnell wie es geht weg. Ich opfere es einfach und spiele Testalos. Jetzt kommt Testalos Effekt. Er muss eine Handkarte abschmeißen, wenn es ein Monster ist. Fehlt der. Boah, himmlischer Vogel, sehr gut. Das ist auch eine fiese Burner-Deck-Karte. Einmal pro Spielzug kannst du diese Karte in die verdeckte Verteidigungsposition bringen.
Wenn diese Karte als Flip-Beschwörung beschworen wird, füge deinem Gegner 1000 Schaden zu. Eine fiese Burner-Deck-Karte. Endphase, ich kann nicht angreifen. Ja, das ist jetzt eine verdeckte. Okay. Adelige der Auslöschung. Ich könnte sein verdecktes Monster damit zerstören. Allerdings wäre es vielleicht klüger, wenn ich sie mir für einen himmlischen Vogel aufhebe, falls er noch einen in seinem Deck hat. Das heißt, fürs Erste setze ich verbandetes Strahlens, verbandetes Lichts verdeckt und beende meinen Zug. Jetzt kann er wieder einen Lava-Golem spielen, wenn er einen hat, da ich wieder zwei Monster auf meinem Feld habe. Er deckt mein Monster auf. Er spielt verräterische Schwerter. Bringt ihn eigentlich nichts, denn ich kann ihn ja sowieso nicht angreifen. Er will anscheinend nur mein Monster aufdecken. Flammenangreiferin. Damit könnte ich ihn ein bisschen runterburnen, auch mit 800 Damage. Wäre, glaube ich, auch ganz nett. Aber ich mag keine Burner-Decks als Gegner, aus dem Grund, weil die Duelle meistens sehr lange dauern und man häufig nicht an die Zauber- und Fallenkarten vorbeikommt, es sei denn, man hat eine schwere Sturmkarte. Und auf die hoffe ich gerade. Aber momentan sieht es schlecht aus. Gut, ich könnte jetzt einen OTK vorbereiten. Und später könnte ich dann schwere Sturm spielen und ihn dann mit einem Zug dann auslöschen. Gut, aber erstmal flippe ich mein Monster, es fügt ihm 800 Punkte Schaden zu. Und wir müssen drei Karten entfernen, die oben auf unserem Deck liegen. Jetzt erhöht sich natürlich auch die Chance, dass wir schwerer Sturm ziehen. Da die schwere Sturmkarte jetzt immer noch in unserem Deck ist und unser Deck jetzt weniger Karten hat. Gut, jetzt spiele ich die Sperrflugzeug verdeckt und beende meinen Zug. Ich kann nichts machen. Angreifen geht leider nicht. Ich brauche mindestens eine ATK von 3050 oder 3001. Mindestens 3001. Denn 3001 ist mehr als 3000, ne? Und wir brauchen mehr als 3000, um angreifen zu können. Ach, jetzt kommt auch noch Stufengeschein vom Gebiet B. Alle offenen Monster der Stufe 4 oder höher auf dem Spielfeld werden in die Verteidigungsposition gebracht. Na gut, jetzt hat er sein Feld, also seine Zauber- und Feinkartenzone ist jetzt voll, jetzt kann er keine Zauber- und Feinkarten mehr spielen. Und ich kann ihn dafür nicht angreifen. Oh, das verzögert das Ganze einfach nur. Ich glaube, dieser Duellant soll das Spiel auch wieder künstlich in Länge ziehen und deswegen hat man ihn auch einen Burner gegeben, damit die Duelle möglichst lange dauern. Okay, jetzt ist seine Zauber- und Feinkartenzone wieder leer. Er kann wieder eine Zauber- und Feinkarte spielen. Meine Monsterkartenzone ist aber auch voll. Ich kann also auch kein Monster mehr spielen. Abgesehen von Tributmonster natürlich. Verwandlungskrug. Die hätte ich jetzt gut gebraucht, aber mein Feld ist voll. Ich kann die nicht spielen. Aber ich kann meine eigenen Monster mit dieser Karte hier entfernen. Aber ich glaube, die sollte ich mir doch besser für einen himmlischen Vogel aufheben. Es ist sehr ärgerlich, wenn er jetzt im nächsten Zug einen himmlischen Vogel verdeckt setzt. Und ich ihn nicht angreifen kann. Ich glaube, ich warte. Ich kann nichts anderes machen. Sollte er aber mal ein Monster spielen. Bis jetzt hat er nur seine Zauber- und Feinkarten gespielt und wenig Monster. Okay. Die überleben, da bringt mir leider nichts. So, ich habe 6 Karten. Im nächsten Zug muss ich eine Karte spielen, ansonsten muss ich meine Hand ein bisschen leeren. Und dieser Duellant dauert länger als Roman im letzten Part.
Das heißt, dieser Gegner ist stärker als Roman, wenn man es so haben möchte. Er hat einen Riesenkeim beschworen. Wenn diese Karte durch Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, kriege ich 500 Schaden. Und er kann dann zwei weitere von seinem Deck spielen. Geisterbanner kenne ich nicht, oder Geisterbrenner. Aber pro Spielzug kannst du die Kampfposition des ausgerüsteten Monsters in die Verteidigungsposition ändern. Wenn das ausgerüstete Monster vom Spielfeld auf die Hand zurückgebracht und diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, füge deinem Gegner 600 Schaden zu. Falls diese Karte im Friedhof liegt, kannst du sie während der Draw-Phase auf deine Hand zurückgeben, anstatt ein normales Ziehen durchzuführen. Okay, die ist nicht schlecht. Ja, benutzt den Effekt. Gut, er kann seinen Riesenkeim nicht zerstören, da ich kein Monster in die Angriffsposition habe. So, ich habe DDR gezogen. Oder DDM heißt die Karte. DDM heißt aus der anderen Dimension. Ich kann jetzt ein Monster holen, was entfernt wurde, aber ich habe keins. Soll ich wieder warten? Ich glaube, ich warte. Ich muss zwar dann eine Karte abschmeißen. Ich wähle dann die hier, dann habe ich Futter für Chaosreiter Gustav. Genau, ich bereite jetzt Futter für Chaosreiter Gustav vor, indem ich jetzt die Karte hier abschmeiße. Oh, die wird ja sowieso entfernt. Verdammt, habe ich ganz vergessen. Naja. Tialazar, oder soll ich sagen, Spieleentwickler, der wieder versucht, alles in die Länge zu ziehen? Nein, ich reg mich jetzt nicht darüber auf, weil ich weiß, dass das Spiel scheiße ist. So, Hummingbird. Oh, warum habe ich das Monster jetzt nicht auf dem Feld? Dann würde ich jetzt meine Lebenspunkte so richtig, richtig aufstottern. Aber wenn ich das Monster auf dem Feld habe, dann würde es eh durch Riesenkeim zerstört. Denn, ja, Riesenkeim hat mehr Angriffspunkte als mein Monster Death hat. Ich kann mit Digi Sperrflugzeug sein Riesenkeim zerstören. Nein, kann ich nicht. Ich kann ihn nicht angreifen. Ich kann nicht angreifen. Oh, verdammt nochmal. Ich schmeiß jetzt unfreiwillig den hier ab. So, Konami. Und gefällt's euch, wie ihr das Spiel wieder in Länge zieht? Mit einem Burner-Deck als Gegner? Okay. Nein, ich reg mich jetzt nicht nochmal auf. So eine Stelle hatten wir bereits. Ich habe sogar ein Highlight daraus gemacht. Das muss nicht nochmal sein, ansonsten wird es langweilig. Ich beende jetzt meinen Zug einfach so lange, bis ich schwerer Sturm ziehe. Und die Karten, die ich jetzt abschmeiße, die nehme ich alle als Vorbereitung für, für Rückkehr aus deiner anderen Dimension. Ganz einfach. Und, was macht ihr noch so heute? Wann ist im Part eigentlich hoch? Heute, also an dem Tag, wo ich es produziere, haben wir den 30. August. Jetzt müssten wir mittlerweile September haben, wo ihr den Part sehen werdet. Bald werde ich auch Pokémon Pearl starten. Klingt lustig. Okay, mystischer Raumtyphon, damit kann ich die Mauer zerstören, und das mache ich auch, denn dann kann ich endlich wieder angreifen. Aber ich kann nur mit Monster angreifen, die weniger als Stufe 4 haben. Also ich kann nur mit Monster angreifen, die Stufe 1, 2 oder 3 haben. Das heißt, ich kann nur mit dem hier und mit dem hier angreifen. Mit dem hier könnte ich jetzt den hier zerstören, dadurch kriegt er ein bisschen Kampfschaden. Genau, mache ich auch. Zap.
Und hast du eine Falle dagegen? Ich glaube ja. Jawohl. Typisch Burner Deck. Alles jeden Angriff irgendwie annullieren. Na gut. Ach ja, Main Phase 2 ist ja schon automatisch eingeleitet worden. Ha. Okay, ich muss nichts abschmeißen, da ich 6 Karten habe und nicht 7. Aber sein Narrenkonfit oder was auch immer, sein dämlicher Clown hat halt überlebt. Boah, ich habe Clowns noch nie gemocht. Schon als Kind hatte ich vor Ronald McDonald Angst, als er mir in dieser Werbung aufgetaucht ist. Die werde ich nie vergessen. Da habe ich immer so Albträume bekommen, so nachts. Ach, Ronald McDonald wird mich kriegen! Narrenlord. Die kann heftig werden. Allerdings muss dieses Monster das einzige auf seiner Spielfeldseite sein, damit es richtig, richtig stark ist. So, ich glaube, dass er jetzt eine weitere Verteidigungskarte... Oh, er greift an. Okay, mit was greifst du an? Mit Riesenkeim. Das bringt dir allerdings nichts, bis auf dass ich 200 Damage bekomme. Aber das ist kaum wert. Mein Monster kommt eh wieder zurück, da es jetzt entfernt werden wird. Ich habe ja mein verbannetes Licht verdeckt, offen noch auf meinem Spielfeld. Und der bewirkt, dass alle Karten, die jetzt entfernt werden, die jetzt auf dem Friedhof landen, entfernt werden. So. Und jetzt tut er wieder den Modus seines Monsters verändern. Seine zwei Clowns wird er wahrscheinlich jetzt auch noch in die Defense setzen. Der setzt nur den... Ja, stimmt, den anderen kann er ja nicht mehr in die Verteidigungsposition setzen, da er ihn schon beschworen hat. Okay, mein Didi-Sperrflugzeug kehrt zurück aufs Feld. Und ich bin an der Reihe. Möbius! Ah! Oh, ich liebe dich, Möbius. Jetzt gibt's Tote. Hoffe ich zumindest. Wenn er jetzt nicht nochmal was hat, Schwerkraftbindung oder sowas, dann müsste ich ihn schon, ja, einheimsen können. Okay, Main Phase 1. Ich spiele Möbius. Was biete ich als Tribut an? Ganz einfach, ich biete als Tribut die Schwerflugzeug an. Gut, kommt zwar in die Defense, ich kann mit dem Monster leider nicht angreifen, aber der Effekt aktiviert sich. Jetzt kann ich zwei seiner Zauber- oder Feinkarten zerstören. Selbstverständlich wähle ich diese hier und eine seiner verdeckten. Ich hoffe, eine davon ist Schwerkraftbindung. Und es ist, na los, Spannung. Verbotener Kelch. Verdammt, ein offenes Monster auf dem Spielfeld erhält 400 ACK, aber sein Effekt wird während bis zur Endphase annulliert. Nein! Er annulliert den Effekt meines Monsters. Warum wählt er sein eigenes Monster? Das macht keinen Sinn. Warum erhöht er die Angriffskraft seines Monsters und annulliert seinen Effekt? Das ist dumm gedacht von der KI, aber gut für mich. Denn er hätte jetzt den Effekt meines Monsters annullieren können. Ah, Schwerkraftbindung! Ich bin so gut! Schwerkraftbindung! Ich habe Schwerkraftbindung! Zerstört seine zweite assige Falle! Oder seine zweite assige Karte hier. Oh, Schwerkraftbindung ist derselbe Scheiß wie Stufenbeschränkung Gebiet B. Geil, beide Karten liegen auf dem Friedhof! Meine Monster können wieder angreifen! Lassa, mach dich auf, ein Massaker befasst. Gefasst. Alle Monster wieder in die Angriffsposition. Außer dieses Monster. Das Monster kann ich leider nicht ändern. Okay. Jetzt mache ich sein verdecktes Monster Platz. Denn jetzt hat er fast nichts mehr, um sich zu schützen. Jetzt hat er seine ganzen Burner Defense Karten verpulverisiert. Und sein verdecktes Monster stirbt jetzt. Nach dem Konfit habe ich es mir doch gedacht. Gut. Jetzt muss ich planen, wie ich angreife. Ich glaube, ich greife zuerst mit dem hier an.
Das Monster hat 0 Angriffskraft, mit dem kann ich also das kann ich also mit Testalos zerstören. Und mit dem Nuller. Moment, ich glaube, den setze ich auch nur den Angriff, dann zerstört der den Nuller hier. Genau. Also Battlephase. Der hier zerstört den Nuller. Gut, dass der Angriffskraft hat. Ansonsten hätte ich das Monster jetzt nicht zerstören können. Mit einem schwächeren Monster. Okay, der hier macht Riesenkeim platt. Den Effekt aktiviere ich nicht. Ich krieg zwar Schaden, dann kriege ich nicht, denn die Karte muss auf den Friedhof gelegt werden. Okay. Und jetzt macht der hier Narrenkonfit oder Narrenlot kalt. Und Testalos beendet es mit einem direkten Angriff. Das hätte Lazar locker verhindern können, indem er seinen Schnellzauber auf mein Monster angewendet hätte, denn dann hätte er den Effekt annullieren können. Hat er aber nicht gemacht, weil die KI so blöd war. Okay, wir haben gewonnen. Kriegen wieder ein bisschen DPs. Das ist gut, da können wir uns weitere Karten kaufen. Hehe, ich glaube, du könntest jetzt gerade gut genug sein. Viel Glück, hehe. ja, das Gelaufe von Lazar soll das auch wieder ein bisschen verzögern. Was sollte das denn jetzt? Erdbeben! Was geht hier vor? Seht, Godwins Anwesen. Ein aztekischer Tempel. Ein großer aztekischer Tempel. Was hat er in Japan zu suchen? Egal. Was geschieht hier? Ist das der Tempel, der unter dem Anwesen war? Der Tempel erhebt sich plötzlich. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Sind Luna und Leo nicht hier? Wir waren zusammen, aber dann wurden beide in einem Lichtblitz eingehüllt und sind verschwunden. Sie sind vielleicht durch die Macht des purpurnen Drachen irgendwo teleportiert worden. Lass uns erst einmal diesen Tempel näher ansehen. Tetsu, ihr bleibt hier. Wir wissen nicht, was da drin ist. Und Luna und Leo könnten hierher kommen. In Ordnung. Akiza, du bleibst auch hier. Auf keinen Fall, ich gehe rein. Ich habe Misty versprochen, alles zu tun, um diese Welt zu beschützen. Na schön, aber stell keine Dummheiten an, ja? Wie so ein Kindermädchen. Akiza, mach dies nicht, mach das nicht. Bla bla bla, tritratro und tralala. So, speichern. Okay, und im nächsten Part schauen wir uns an, was sich hier in diesem Anwesen von Godwin verbirgt. Also, jetzt wird's nochmal richtig episch, denn das Spiel neigt sich seinem Ende entgegen. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Macht's gut, euer Young KP. Ciao.